Moin Moin, und da sind wir schon wieder mit einer weiteren Folge Medium für die Xbox Series X. Und ihr seid auf meinem Kanal, wenn ihr Bock habt darauf, lasse ich ein bisschen Werbung da. Und ansonsten werden wir jetzt versuchen, Thomas hier in diesem Niva Resort zu finden. Der muss hier irgendwo rumtängeln, beziehungsweise hat er uns ja angerufen, dass wir hier mit ihm rumgehen sollen. Deswegen gucken wir doch mal, ob wir ihn finden können. So, jetzt mal hochgehen. Hello? Also diese Szenen hier kenne ich ja schon. Und Thomas? You there? Und zwar kenne ich die aus dem Trailer, den sie gemacht hatten mal, Gameplay-Trailer. Da war das, dass man hier das erste Mal das Mädchen trifft. Das wird wahrscheinlich gleich wieder passieren. The Duckling. Polnische Legenden, der Drache von Wawel, Seite 4. Warum fallen meine Zähne aus? Seite 7. Zurück zur Schule, Seite 9. Spiele und Kreuzworträtsel, Seite 10. Und noch vieles mehr. Gut, war weg. Okay, da sind wir überall. Gut. Ich habe hier gerade einen Erfolg bekommen, und zwar 50 Dinge in einem Durchgang untersucht. Okay. Da liegt doch was. Yes. Was ist das? Nachrichten, Informationen und praktische Ratschläge für die moderne Frau. Die Quellen der Vorväter, ein literarischer Bestseller von Johanna Schmidlewska. Leser fragen, Experten antworten. 10 Nähtechniken für modische Röcke. Na klar. Wer will das nicht haben? Oh, da sind die polnischen Busse. Reisen mit Stil. Reisen mit Komfort. Genau. So. Na, guck mal, wer hier sich eingeloggt hat im Buch. Lesen aber. Brunon Kowalski, Smok Halina, Maura Victoria und Selasso Boris. Bringt uns nicht so viel. Mehr kann ich aber auch nicht machen, außer das einer zu lesen. Hier sieht ja noch ganz schön aus hier eigentlich, ne? Genau, das hat man alles im Intro schon gesehen, beziehungsweise im Trailer. Aber wie ist die Tasche noch mit reingekommen? Man weiß es nicht. Spoiler-Alarm. Die ist nicht von mir. Hallo? Thomas? Ja, wollen wir mal zur Rezeption gehen? It's just a good old-fashioned haunted hotel. Calm your ass down and answer the bell. Na gut, gehen wir mal zur Tür, beziehungsweise zur Rezeption. Schon dieser Ball. Das ist das Ball von diesem kleinen Mädchen. I did, didn't I? You look real scared. I'm Sadness. Marianne. Sadness. Is that your name? I mean, you seem pretty cheerful to me. Well, it's what I remember. My friends used to call me by a different name. But I don't remember what it was. Your friends? Oh, yeah. I used to have a lot of friends here. But they're all gone now. Did something happen to them? I don't really want to talk about it. That's okay. So, do you live here? All by yourself? You wouldn't believe how boring it gets sometimes. I can imagine.
This place must have been... Oh, yes. So busy. People coming and going all the time. Always someone to play with. Must have been nice. It was. Not anymore. So... Tell me, what happened? I remember. People stopped coming. Only a few of them stayed. But they became very sad. Very angry. They might hurt you. Thanks. But I can take care of myself. Hey. I was wondering, have you seen... Marianne? Yes? Would you play with me? Just for a little while. It's been so long since I played with anyone. Oh, okay. But I need your help first. Yes. Yes! Anything, Marianne! I'm looking for a man. Thomas. Do you know him? I can't go that way. Damn. I need to get up there somehow. Ganz ehrlich, ich wollte die gruselige Stimmung jetzt nicht gerade ruinieren. Aber mir schwirrt die ganze Zeit ein total dämlicher Witz im Kopf rum. Und immer wenn ich sie sehe, das mich, dann denke ich mir immer drin, keine Arme, keine Kekse. Das ist irgendwie fies. Aber sie hat ja einen Arm, also von daher alles gut. So, ja, wie kommen wir jetzt da hoch? Ich würde sagen, wir nehmen auf den Fahrstuhl. Ja, Klingeling. Kommt hey. Doch bestimmt. An elevator. Alter, das Ding funktioniert. Might würde man well da reingehen? Ja, eigentlich glaube ich nicht, aber wir machen es trotzdem. Wir sind ja bekloppt. So, zweiter Stock. Sadness. I wished I knew her real name. Pizza für Jonas Wagner. Shit. Zweiter Stock. Okay. Drücke und halte B für ein außerkörperliches Erlebnis. Drücke halte B für ein außerkörperliches Erlebnis. Machen wir mal. Some energy to spark it up. Okay, du kriegst die andere nicht raus. Guck mal, ob wir wieder so ein Energieding finden hier irgendwo. Gotta move fast. Okay, ist die Frage, wo genau? An out-of-body experience. It's like taking a plunge into nothingness. Stay under for too long and it just pulls you in. Hier drüben habe ich was gesehen, ne? Now get your ghostly ass back and power up that elevator. Los. Okay, jetzt habe ich zwar Energie, aber ich habe immer noch keinen. Kann man es nochmal machen? Jetzt geht. Okay, es geht also. Okay, gut. Da bin ich gedacht, dass es vielleicht gar nicht mehr geht. Aha. Sehr gut. Kann wieder rausgehen. Na? Okay. Ich war schon mal einen Gang bekommen.
gucken, was es hier noch so gibt. Ich dachte, ich wäre schon auf der zweiten Etage, aber es ist anscheinend nicht die zweite. Doch. Die Werke des international angesehenen Künstlers Richard Tarkovsky zum ersten Mal in Niva Resort. Kommt er rüber? Nein. Gut. Dann gehen wir mal nach oben. Ich kann nicht nach oben. Ach so, weil es unten... okay. Ich kann nicht nach oben, weil es unten kaputt ist, und ich kann nicht nach unten, weil es nach oben kaputt ist. Genau, also das ist natürlich clever. Gucken wir mal, ob sie unten hier irgendwo anders noch hin kann. Sie kann hier auch nicht rüber. Ist da ein Weg? Und hier kann ich jetzt nichts machen. Das reicht. Da kann ich auch rüberlaufen. Ich hätte hier einen anderen Weg gesehen. Das habe ich gar nicht. Und hier? Guck mal auf den Plan hier. Noch nicht so viele erkennen. Oh, was ist das denn hier? Wir können natürlich nochmal runterrennen, aber ob man noch irgendwas machen kann. Ich weiß noch nicht, ob ich da noch irgendwas machen konnte. War nichts anderes, ne, was man machen konnte. Wie laufen wir weiter? Holen wir mal Energie haben, aber wir können ja noch mehr Energie holen. Ich komme, wenn ihr das ein, nicht los hier. Das ist echt gut gemacht. Ich dachte, wenn ich sie, vielleicht wenn ich aus der Welt hier rauskomme, dann wird es vielleicht Sinn ergeben, dass ich... Hier sind auch die Fußspuren, wo ist die längst gegangen? Hä, sie ist da eigentlich an der Wand hochgeklettert oder was? Das ist eine Psychotante. Mich verarschen? Was ist da an der Wand? Das muss auch irgendwas zu bedeuten haben, dass ich hier runter gucken kann. Mal runtergehen, glaube ich. Und so viel, ob ich irgendwas gesehen habe. Ich weiß noch nicht was. So richtig weit kann man, glaube ich, auch nicht laufen. Genug machen, ne? Hier muss es unten ja sein. Lass uns nicht da hängen bleiben, wie sie sagt. Aber eigentlich. Gab es ja auch nichts weiter, ne? Ich konnte ja nur noch daran laufen, das bringt mir ja nichts. Hä? Das Mädel ist da hochgelaufen, deswegen.
springen kann ich ja nicht. Oder kann ich da an der Seite längs? Das kann ich auch nicht. Geht halt nicht. Kann ich damit meine Energie irgendwas machen? Nicht so, dass da auf einmal eine neue Wand erscheint. Leider nicht. Ich übersehe doch irgendwas. Gehen wir hier rein nochmal. Können wir noch eine andere Etage kommen? Ah, okay. Wie dumm. Klar fährt er einfach eine Etage höher. Dumm war das von mir. Ich bin in die erste Etage gefahren. Mein Gott, das war ja auch ein bisschen bräsig, ne? So. Okay. Now where did she go? Okay. Naja, wie dumm von mir auch. Klar. Alter, sieht es gruselig aus hier. Ha. Huh. What is that? Ja. Schreit angewidert. Wenn das angewidertes Schreien waren, dann. Soll sie mal hören, wie ich angewidert schreie. Da kann sie doch rein. Okay. Not getting through here. Okay, ich kann jetzt nicht. Die hat schon ein paar coole. Aber sie ist da reingelaufen. Hey, dann musst du da reinkommen. Ich habe nichts. Okay, wir sind noch ein bisschen. Warte mal. Drücke RB und dann Geist. Was alles hat. Holy shit! Geisterschild. Gut, ist das denn bitte? I didn't even know I could do that. Nein. Schlüssel. Hilft Trauer im zweiten Stock. Okay. Ist da mehr drin? Überhaupt nicht. Das ist aber schon der Schlüssel für da draußen gleich. Ich laufe jetzt trotzdem mal hier längs, mal gucken, ob wir noch mehr hier finden. Oder wir laufen erstmal zur Tür zurück, glaube ich. Mal gucken, was da noch so ist in dieser einen Tür. Beide reingehen, okay. Wo ist das Mädel jetzt hingelaufen? Ist aber auch nicht so verlässlich, die Kleine, ne? Komm, ein Loch in der Wand. Konzentrier dich auf die Geisterwelt. So viel mit erkennen, aber warten wir mal ab, was hier im Badezimmer ist. Das ist kein Badezimmer, das ist nur ein Raum. Jetzt zum nächsten Haus im Badezimmer, aber geht von einem Badezimmer ins nächste Badezimmer. Eine große Familie vielleicht. Und die Klimaanlage brauchen sie hier wohl nicht mehr. Looks like the only way. Great. Dann lass mal runter. So gut. Also ich dachte, ich stürze jetzt ein. Das tue ich aber gar nicht. This room. It feels cold. Oh. Memories of grief. Loneliness.
muss irgendwas rein. Okay. Wir haben nichts, was wir da rein tun können. Some objects soak up moments from the past. Just squeeze in the right spot and let it pour out. L, um die Erinnerungspunkte zu finden. Achso, okay. Ah, sunflower, weary of time. For my favorite nurse. Oh, Mr. Tarkovsky, you shouldn't have. Please, it's the least I can do for all the good work you do around here. Huh. An actual happy memory. So there's more to this place than just doom and gloom. Das ist doch schon mal schön, dass es hier mehr gibt. Kann ich mit ihm reden noch oder kann ich das gleiche nur noch mal abspielen? Ah, Sunflower. Okay. Oh, Mr. Tar. Gut, kann überspringen. Das ist nicht mehr so wichtig. Ah, hier geht's auch noch weiter. Idiot! Useless old hag! Why would he care any more than the others? It's more than grief. More than despair. This letter crushed her spirit. Liebe Ursula, du fragst dich wahrscheinlich, warum ich diesen Brief schreibe, anstatt dich direkt anzusprechen. Der Grund dafür ist schmerzlich einfachflüchtig. Ich schreibe dir das hier, weil ich ein Feigling bin. Weil ich mich nicht dazu durchringen konnte, dir in die Augen zu blicken und zu sagen, was ich sagen will. Was gesagt werden muss. Denn allein der Gedanke, jemandem das Herz zu brechen, der so empfindsam, so zerbrechlich ist wie du, das ertrage ich nicht. Ursula, meine liebste Ursula, diese letzten Monate war mein Herz mit Freude erfüllt. Zu wissen, dass du für mich da bist. Zu fühlen, wie unsere Freundschaft aufblüht. Und doch kann es nicht mehr sein als das. Freundschaft. Na, rein. Wahrhaftig. Aber niemals mehr. Bitte versuche zu verstehen, dass es nie leicht für mich war, jemand so nahe so ausgesetzt zu sein. Das Leben und meine Kämpfe haben mich verändert. Auf eine Art und Weise geschädigt, die du unmöglich begreifen kannst. Du verdienst jemanden, der dich in den Arm nimmt, der dir Freuden und Leiden des Lebens mit dir teilt. Ich wünschte, ich könnte diese Person sein, aber ich bin es nicht. Worte können mein Bedauern nicht ausdrücken, denn tief in meinem Herzen weiß ich, dass dies das Ende unserer Freundschaft bedeutet. Bitte vergib mir in ewiger Freundschaft, RT. Naja, so macht ja jeder Feigling Schluss. Ein Brief, ne? Ist ja so. Aber Schluss machen allgemein ist ja auch nicht leicht. Man schafft es einfach nicht, den anderen nicht zu verletzen. So ist es nun mal. Gehen wir mal kurz hier rein. Das wäre irgendwas, da läuft irgendwas rot. Da, was ist denn hier? An old prescription. I know these drugs. All too well. Fallgeschichte bei Ursula Rostkowski wurden Depressionen, Hysterie, Schlafsucht und Unterernährung diagnostiziert. Behandlung mit Elektroschocks. Oh, das läuft natürlich immer gut. Elektroschocks sind super. Was das früher gemacht hat, ne? Ist auch ein bisschen Psycho, oder? So. Shit, there are thousands of them. I'm gonna need more energy to get through. Okay, wo kriegen wir noch mehr Energie her? Das ist die Frage. Noch ein Bild. Trauriges Schwesterlein. Okay, wo können wir noch mal Energie herbekommen? Da kommen wir nicht durch. Hier irgendwie runtergejumpt. So, ein bisschen uncool war. Aber warte mal. Kann man hier rausgehen? Hey, ist doch genug Energie. Und zwar Sonnenenergie. Das ist nicht so. Oh. Shit. This is falling apart. Looks like I'm in for another dive. Wollen wir hier mit ihr alleine längs? Da sehe ich schon Energie. Oh Mann, beeil dich, sonst haben wir bald gar keine Energie mehr. Wir müssen lieber noch hinkommen, bevor wir. Shit, ich dachte, da wäre so ein Energieportal oder sowas.
das gar nicht, ja? Wir sind gleich weg, verschwunden. Ah, wir sind gleich verschwunden. Ja, ein Blutbad. Das ist cool. Es läuft aus. Nee, der habe ich nicht. Alter Schmiede. Schiss mal sonst im Gott, bitte. Alter, hab ich mich gerade erschreckt. Mein Gott. Rauslassen. It's guilt, shame, regret. Trotzdem haben wir immer noch keine Energie hier. Längs, das heißt, wir müssen hier hingehen. Komm at me, Ursula. So. Dann können wir das mit dem Rasiermesser bestimmt aufmachen. Behaupte ich mal. Widerlich. Alter, ich habe mich so erschreckt gerade eben. Das ging gar nicht. Das ging gar nicht. Ich bin gerade erschreckt. Mann. Also. Yeah, that was disturbingly satisfying. Okay, ich glaube, hier ist ein guter Platz, um eine kleine Pause zu machen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Hat mir Spaß gemacht und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao und arrivederci.